Abo Seiner. Seitdem ich deine Augen gesehen habe, wurde ich auch vorne gezogen. Oder dann auf der Hochschule, die Treppe ging so runter. Du kaufst es ihnen ab. Und alles, was ich mache, ist einfach so binden. Das wusste ich nicht jetzt. Auf behinderten Kopf kennst du das. When you go left. So, meine Damen und Herren, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Cedro Wex. Herzlich willkommen bei Cedro Wex TV, bei Wer bist du wirklich, Cousin? Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, er ist ein mieser Rapper. Er ist ein Künstler. Weißt du, wie ich meine? Jetzt na Cousin, muss es rausbieten, Cousin. Er schreibt außergewöhnliche Texte. Seine Videos, wenn er auch seine Videos macht, bin ich ehrlich, du kaufst es ihn ab. Nichts davon ist fake und wenige können sowas schreiben, sage ich mal ehrlich. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Abu Saylek, Shrimpkill, Aywa, Abu Saylek, Akelale, Aywa, danke schön, Shrimpcake, dass du gekommen bist. Bruder, danke, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne doch. Wie geht's dir? Alhamdulillah, gut, Bruder. Walla, warum? Dir auch gut? Boah, mir geht's gut, ja. Wetter passt. Letztes Mal schön geschwommen, Mom. Du weißt auch, war schon alles in Ordnung, ja. Wirklich, freut mich wirklich, ihn als Künstler hier zu haben, ja. Ne? Ich feiere ihn persönlich. Ich meine, er ist kein Schleim oder sonst irgendwas. Respekt erstmal an dich. Bruder, von mir, wirklich. Dankeschön. Wo bist du geboren, Shrimpcake? Bruder, ich bin geboren in Baden-Württemberg, in Bruchsal, das ist so ein kleines Dorf in Baden-Württemberg. Und dann sind wir in 2 Jahren bin ich nach Krefe gekommen. Und was für ein Landsmann bist du? Deutscher, Bruder Simon. Echt? Ja, ganz deutsch. Nein, nein, also mein Vater ist aus Ägypten, meine Mutter ist Deutsche quasi, ihr Vater ist aus dem Iran, aber die hat keinen Bezug zu ihrem Vater, also ist quasi Deutsche. Du meintest, du bist in Krefeld dann aufgewachsen? Ja, kann man so. Und sagen, wie ist Krefeld so als Stadt? Ist gut? Du hast so eine Hassliebe zu allen Orten, wo du aufgewachsen bist, eigentlich, weißt du? Richtig, also, Hassliebe. Ort, aber wenn ich dann so 2 Wochen weg bin oder so, dann muss ich wieder zurück, also klar, also ist Liebe da, ist Hass da. Gibt es da viele Möglichkeiten, wo du was unternehmen kannst, oder ist es so eine Stadt, wo wenig Sachen gibt, so, weißt du, wo Treffpunkt Tankstelle, sagen die doch, wie bei meinem Bruder, wenn er Fußball gespielt hat in Riesa oder so, wo nichts gibt, oder? Also da gibt's weil auf du jeden kannst Fall, außergewöhnlich schreiben, ich glaube, das kommt nicht einfach so. Ich glaube, du hast dich selbst mit dir selber sehr viel beschäftigt, so, um auf sowas zu kommen, denke ich so, ja. Krass. Wirklich so. Also da gibt es auf jeden Fall so Orte so zum Chillen, weißt du, was ich meine? Aber wenn du jetzt so richtig was unternehmen willst, gehst du wahrscheinlich so in die Nachbarstädte, gehst du nach Düsseldorf, gehst du nach Köln, weißt du. Krefeld hast jetzt nicht so viele Sachen. Kannst hier und da kannst du gut essen. Ja, ja. Aber ansonsten ist es eigentlich wie jede andere Stadt. Wie war deine Schulzeit so? Puh, Bruder, Schulzeit war auf und ab. Ich habe viele Schulen besucht. Ich war auf dem Gymnasium, dann war ich auf der Realschule, dann auf der Hauptschule, die Treppe ging so runter, weißt du, Schweine, sitzen geblieben und so. Ja, viel Konferenzen gehabt auch, vor allem in der Gymnasiumzeit. Und dann irgendwann versucht wir so bergauf zu gehen, nämlich von Berufsschule zu Berufsschule gegangen wird, versucht Fabi nachzuholen und so. Im Endeffekt, ja, wurde das aber nichts. Ist schon krass, sage ich mal so, Hauptschule, Hauptschule, aber so einen Wortschatz zu besitzen, weißt du? Da, ich war auch Hauptschule, Gesamtschule, ein auf so dann am Ende, aber ich kann trotzdem nicht so reden. So. Egal, was ich lese, ich würde nicht so gut reden oder schreiben können wie du. Oder so. Weißt du, das ist sehr geraller Applaus mit kaputter Hand. Ja, mein Digga, ja, mein Digga, ja. Abu Saylek, was war in der Schule so dein Lieblingsfach so? Lieblingsfach war, glaube ich, die Fächer, wo du am wenigsten machen musst. So. Also Sport, Kunst. Wann hast du gemerkt, so, dass du Musik fühlst und sagst, ich liebe es zu rappen, ich kann rappen, ich feiere selber das, was ich mache? Das war so 2016. Also 2015 habe ich das erstmal so, habe ich Gedichte geschrieben, so für Ex-Freunde damals. Und dann war das aber weniger Gedicht, sondern es war mehr Rap, so, weißt du, weil ich habe auch Rap gehört zu der Zeit. Und dann 2016 habe ich dann angefangen. Kennst du ein Gedicht, Mini-Gedicht so? Von damals noch? Ja. Na, leider nicht, hätte ich noch eins, hätte ich dir jetzt sofort. 8O war auch mal hier letztens und er hat auch Gedichte geschrieben, aber auf Russisch. Ich hatte ihn auch gefragt, kannst du was sagen? Er hat auch gesagt, nein, hat er gar nicht. Er erinnert sich nicht. Oder bei diesen Gedichten, man schämt sich immer. Bei Rap, man rappt ja nicht so ein Gedicht. Ja, wo ist Heiner? Seitdem ich deine Augen gesehen habe, wurde ich meine Augen vorne gezuckt. Du spielst gerne Keyboard. Du kannst gut spielen, denke ich mal. Und wo hast du das überhaupt gelernt? Also ich kann nur ein Stück spielen. Ich habe ein Lied gehört,
was ich voll geil fand und ich wollte es unbedingt selber spielen können, weißt du? Und dann habe ich das mal bestellt vor ein paar Jahren. Habe so angefangen YouTube-Tutorials, aber ich habe das nicht hingekriegt. Dann habe ich das stehen lassen und dann jetzt letztes Jahr hatte ich Corona und dann hatte ich Lockdown, weißt du, musste ich zu Hause besser auch noch mal in Corona. Und dann habe ich jeden Tag dieses Stück bei YouTube-Tutorial, habe ich das so eine Chinesin war, das heißt, die das beigebracht und jeden Tag habe ich das versucht. Boah, am ersten Tag konnte ich das gar nicht richtig machen. Das ist so Fingertraining, war mit Minimuskeln. Das ist Katastrophe. Man muss da richtig Gefühl reinbekommen. Die sagen, ja, genau. Du machst deinen Nebenmittelfinger. Du kriegst sogar Muskelkater in deiner Hand von dem ersten Mal, wo du das machst. Echt, ja. Krass. Und dann nach einer Woche, ein, zwei, dann hatte ich dieses Stück drauf, so, weißt du? Jetzt übe ich das immer so zwischendurch mal, aber zu faul, so um neue Dinge anzufangen, das müsste ich mal wieder machen. Wo hast du mal Praktikum gemacht, so in deiner Schulzeit? Bei Aldi habe ich mal Praktikum gemacht. Bei sowas ähnliches wie Trinkgut. Das war so auch so Trinkhalle, weißt du? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So lagermäßig so? Ja, ja, genau. Okay. Solche Sachen. Dann hatte ich so, das war kein Praktikum, das war so Maßnahme in Schlosserei. Mhm. Und dann bin ich von Schlosserei, Schweißerei und Schreinerei immer geswitcht, weißt du? Mhm. Einfach Schweißen, Schlossern, so Metallsachen. Und Aldi, Maldi, hast du gesagt sofort, nein, das nächste mich am Anfang so. Ich wurde, glaube ich, ich habe gar nicht durchgezogen bei dem Praktikum, wurde ich irgendwann rausgeschmissen nach einer Woche. Jetzt, ich sehe ja, ich habe ja in der Mall of Berlin gearbeitet, in so einem Center als Schuhverkäufer auch. Davor, jetzt bin ich da raus. Und da habe ich gesehen bei Aldi, die Mitarbeiter, die sind so auf Hochtouren. Ich weiß nicht, was die da verdienen, aber das geht wirklich auf die Knochen. Ich glaube, die wollen so diesen Namen halten, dass sie voll schnell so kassieren. Genau, und jeder, diese Kassieren oder Lager und dies, das, jeder Mitarbeiter will sich beweisen, was natürlich gut ist. Aber ich in meiner Schuhverkaufzeit Beispiel, du stehst einfach so, redest mit den Kunden, machst viel Lager und so, aber es ist ein bisschen einfacher. Aber ich habe gesagt, Aldi würde ich auch niemals arbeiten. Aldi oder Krankenhaus hat ich auch mal gearbeitet. Gar nicht mehr. Und das kalt, Bruder. Also, das ist einfach kalt da drin die ganze Zeit. Wenn einmal so ein Rückenschuss, diese Kälte kommt, aber Hexenschuss, sagt man da, dann vorbei. Was war dein allererster Job? Also so kleine Mini-Mini-Jobs, so 14, 15 habe ich mal so Zeitung ausgetragen. Mhm. Aber so erst richtige Job war in einem Kleidungsgeschäft. Aber nicht so, kennst du von Kanacken, so selber diese so Kleidungsgeschäfte gemacht, weißt du? Da stand ich einfach den ganzen Tag da, habe die Kunden beraten, so. Und dann wurde das, genau, dann habe ich das 2 Jahre lang durchgezogen. Feierst du viel so Klamotten und so eigentlich? Privat auch? Ist so ein Ding-Styler so, der sagt, diese Jacke mit diesen Schuhen, Habibi, sonst ziehe ich diese nicht an. Manche haben Ticks bei Kleidung, weißt du? Bruder, ich hatte das mal früher eine ganz kurze Zeit lang und dann bin ich schnell wieder aus diesem Film rausgekommen, weißt du? Mein kleiner Bruder ist eher so der Style, weißt du? Liebe Grüße an den Bruder, der ist auch ihr Cousin, ihr wisst ihn sehen eigentlich. Wallah, ich dachte erstmal, er wäre Shrimpcake. Dann habe ich guckt, Shrimpcake kommt von der Ecke raus, Wallah, ihr hättet geweint mit mir. Wallah, die sind Playboy-Cousin. Wie läuft es eigentlich mit Sport so? Du hast in deinen Instagram-Videos immer so eine krassen Moves gemacht, Bruder. Das ist so deinen ganzen Körper tragen mit deiner Hand so. Weißt du, so einen krassen Moves. So. Wie hast du das dir beigebracht so? Das entspannt dich auch auf jeden Fall, denke ich auch, mit der Zeit. Aber am Anfang ist es ja extrem anstrengend. Safe. Also wie habe ich angefangen? Ich hatte keinen Bock. Nee, ich hatte kein Fitnessstudio mehr. Ich habe meinen alten Vertrag habe ich nicht bezahlt, da wurde ich raus. Und bei den neuen konnte ich nicht rein, weiß ich nicht. Und dann dachte ich, ich fange mit Calisthenics einfach an. Alles mit deinem eigenen Körpergewicht, weißt du? Weil wie heißt das? Calisthenics? Ja, Calisthenics. Krass, das erste Mal. Und dafür brauchst du keine Mitgliedschaft für ein Gym. Du kannst die ganze Zeit trainieren, wann du willst, überall, zu Hause, draußen. Und dann habe ich einfach diesen Move gemacht, dass du so machst und dich dann so hochdrückst, weißt du? Dieses L-Sit heißt das. Voll schwierig, voll am Zittern. Dann dachte ich mir, okay, ich lerne jetzt einfach mal das. Weil dann hast du Bock auf diesen Move zu lernen und nicht, ich muss jetzt auch trainieren, ich muss zunehmen, ich muss Essen achten, weißt du, du achtest dann auf diesen Move und dann macht das mehr Bock, weißt du? Jeder trainiert ja anders, manche trainieren auf diese innere Muskeln. Genau, das diese innere Muskeln. Manche machen auf diese aber außen. Genau. Du kannst auch beides zusammen kombinieren. Das ist wirklich so. Das geht wirklich, wenn du nur die eine Übung machst, sogar so dieses Stehen und so, das ist dein Bauch, dein Desi, dein Hinterschenkel, Wade, alles wird angespannt, so, das ist schon krass. Und du merkst nach ein paar Tagen, wenn du das gemacht hast, du merkst richtig deine Kraft, wie die steigt. Also generell, du läufst stabiler und so, du merkst richtig deinen Bauch, boah, der trägt dich wirklich so, weißt du, ich meine, das ist krass. Das auf jeden Fall, ich hatte ja davor Fitness gemacht und so, jetzt mein Bauch ist gekommen mit Mini-Titi, aber sag kein. Ich habe mich wirklich auch so richtig
geil gefühlt, ja, so, Bruder. Wie soll ich anders beschreiben, Alter, als geil so, fit und einer redet mit dir, gut, wie geht's dir? Komm, willst du das essen? Nein, Habibi, ich will Salat mit Hähnchen. Du redest sogar anders, fast so, und du änderst deine Essensumstellung so. Das finde ich so richtig krass. Das war bei mir so, ja, ne, aber ich bin schon heavy. Machst du noch aber weiter davon? Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dann habe ich so noch Klimmzüge dazu gemacht. Dann dachte ich, okay, ich will ganz viele Klimmzüge schaffen, so viel ich kann am Stück. Und dann irgendwann, mein kleiner Bruder arbeitet im Gym. Mhm. Und das ist auch direkt in der Nähe von mir. Dann habe ich da mich angemeldet. Und dann jetzt trainiere ich meistens wieder normal mit Gewichten und klassisch einfach so pumpen, weißt du. Mhm. Aber ich mache trotzdem immer noch meine Klimmzüge. Er kann bestätigen, dass ich regelmäßig gehe, auf jeden Fall. Wie lange früher trainierst du so? Wenn ich reingehe, so eine Stunde ungefähr. Eine Stunde. Und ich versuche so 5 Tage die Woche zu gehen. Ist so. Keine Ahnung, warum der jetzt lacht. Da lacht der Bruder. Da ist er ja mal dreimal mehr. Ich got the problem here. Aber ich müsste eigentlich mehr essen, damit ich. Weil manchmal gehe ich trainieren und dann komme ich zurück. Ich bin auch zu faul zu kochen oder so. Weißt du, ich esse dann einfach nicht. Hm. Und dann, wenn du trainierst, du machst deinen Körper kaputt, dann musst du eigentlich essen, damit der stärker wird. Aber richtig, wenn du nicht isst, dann bist du schwächer. Richtig. Und dann beim nächsten Mal bin ich schwächer beim Training und dann manchmal geht Motivation dann weg, weißt du? Ich muss regelmäßig so Haferflocken und Nudeln und so diese ganze Kraft wieder reinholen, weißt du? Ja. Krass. Wie oft gehst du im Monat zum Friseur? Weil du hast ja lange Haare, musst du vielleicht die Seiten immer dann so wegmachen oder machst du die selber weg oder? Ich habe jetzt, also letztes Mal war ich beim Friseur, ich stand davor, habe ich das, glaube ich, selber gemacht. Aber Müll, weil dann kannst du keinen Übergang machen. Deswegen habe ich einfach auf eine Länge, dann meine Frau hat Spiegel gehalten. Ich muss so gucken und ich weiß, voll schwierig, weißt du. Also ich mache immer nur die Seiten. Wie lange hast du schon lange Haare? Ich habe so ungefähr seit 2016 habe ich angefangen. 2016 habe ich angefangen wachsen zu lassen. Echt, ja? So lange schon? Und seitdem habe ich immer mal wie ein paar Mal so ein bisschen Spitzen geschnitten, aber seitdem eigentlich immer gelassen. Weil mit langen Haare ist ja irgendwann anstrengend, du weißt doch so, die ganze Zeit die Arbeit von den Haaren, die ganze Zeit. Knoten, Dusche verstopft. Wie lange brauchst du so, um deine Haare so zu stylen? So? Stylen eigentlich nicht lange, weil die sind auf, Bruder. Hm. Und alles, was ich mache, ist einfach so binden. Krass, ja. Killer Haare, ich aber. Aber ich brauche lange, um die zu trocknen. Also wenn ich aus der Dusche komme, dann. Kannst du nicht direkt Handtuch so machen? Kann ich, aber dann, wenn die so, dann gehen die so auseinander, dann sehen die so. Du musst die immer so leicht trocknen lassen, dass die einfach so lockig wieder werden. Genau. Und dann einfach, dann dauert das schon so 2 Stunden. Wenn ich gar nicht berühre mit Handtuch, dann so locker 2 Stunden, bis die trocken sind. Vielleicht sogar länger. Du bist vergeben? Verheiratet. Deswegen habe ich es auch gefragt. Ich habe es doch gesehen bei Instagram. Alles Gute nochmal zu deiner Hochzeit. Wirklich, war schön die Hochzeit? Wunderschön. Klein, weißt du, nur Familie. 2, 3 Freunde, so, weißt du. Richtig. Wie hast du dich so gefühlt, so? Diese bei Märchen, diese Abu Prinz. Ich war voll aufgeregt erstmal davor. Und dann. Du dachtest, ich wäre nicht so aufgeregt, danach wurde immer aufgeregter. Also, voll, ich dachte, ich werde nicht aufgeregt, weil ich kenne alles, meine Familie, meine Freunde, so, aber irgendwie. Und dann wurde diese Aufregung aber zu richtig so, boah, voll schön, so, weißt du, richtig gefreut. Und dann, boah, diese Ring auf deine erste Hochzeit auch? Ja, meine erste Hochzeit. Aller Glückwunsch, Mabruk, wir wünschen das Beste. Dankeschön. Abu Sainak, Bruder, Trauzeuge? Trauzeugen waren 2, also im Islam ist das so, dein Bruder kann nicht dein Trauzeuge. Wallah, ich wusste nicht, sorry. Ja, das kann nicht, also nicht aus der Familie sein, das dient dem Schutz der Frau, weißt du? Okay. Weil mein Bruder ist ja meine Familie zum Beispiel und er könnte rein theoretisch, würde der für mich lügen und so, weißt du? Ja. So, und das muss genau safe sein, dass das auch wirklich Einverständnis und so ist, weißt du? Deswegen haben wir krass 2 Freunde. Das wusste ich nicht jetzt, dass der Bruder nicht Trauzeuge kann. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, aber weil er hier sitzt. Ja. Verreist du gerne? Ja, klar. Also ich verreise nicht viel, aber ich verreise gern. Wohin so? Also wo ich hingehen mal würde, wäre so ein karibischer Ort, weißt du? Oder so, wie heißen die? Diese Steine in Amerika, diese Grand Canyons-mäßige, weißt du? Ja. Einfach mal hin. Das wäre so dein Traumurlaub. So also was heißt Traum wäre einfach. Nein, man kann ja Urlaub gehen auf Grand Canyon oder sonst irgendwas, aber so, du hast dir damals schon so einen Kopf gemacht darüber, dass du sagst, da würde ich mal auch mal hin. Noch. Ja, weil du kennst ja dieses Standard-Dings, dass du gehst in ein Hotel und dann bist du am Pool oder du bist am Strand, so, weißt du, diese Chill-Urlaub, weißt du? Und irgendwann kennst du das, so, das ist überall gleich. Ob du dann in der Türkei bist oder in Ägypten bist, dann hast du dasselbe irgendwo, weißt du? Und irgendwann denkst du dir, okay,
was gibt's noch? So, es gibt so Steine, wo das gibt, chinesische Mauer. So. Es gibt so viele interessante Sachen. Ich habe auch nur Morbid Wedding, dies, das, Tempelhof gesehen, weißt du. Mein Klassenfahrt war damals in Köpenick, das andere Bezirk. was sagen deine Eltern eigentlich, dass du Musiker bist? Mhm. Gut, also die stehen dahinter auf jeden Fall. Mhm. Die finden auch die Musik gut. Mhm. Aber natürlich sagen die auch immer, ja, mach, du musst einen Plan B in der Tasche haben, weißt du? Klar, also die wollen halt, dass ihr Sohn abgesichert ist. Mhm. Was ist, wenn du irgendwann mit der Musik, wenn das nichts wird oder so? Weil was willst du machen? Willst du immer Musik machen? Also überleg dir einen Plan B so oder sicher dich irgendwie ab. Was wäre dein Plan B, wenn du dir Plan B aussuchen würdest? Natürlich soll nicht passieren. Nicht Rapper, inshallah nicht. Was wäre aber sowas, Plan B? Hast du dir mal so Gedanken gemacht? So? Ja, ich habe überlegt, was wäre, wenn ich nicht Musik machen würde, dann würde ich, keine Ahnung. Ich hatte früher mal die Idee, ich wollte so Physiotherapie machen, weißt du? Interessant. Hat auch was mit Sport zu tun, weißt du? Und so Anatomie finde ich auch interessant, so wie der Körper so gebaut ist. Vielleicht würde ich in die Richtung gehen, weißt du? Mhm. Aber ich habe das nie so ernsthaft in Erwägung gezogen, weil ich halt die ganze Zeit am Rap hänge. Bei Rap musst du auch bleiben, meiner Meinung nach, natürlich. Ja. Auch wenn du aus Langeweile mal irgendwann Physiotherapie machen willst, aber Rap musst du auf jeden Fall. So nebenbei Physiotherapie. Ich pumpe deine Musik noch, Habibi. Du hast ja so einen besonderen Style. Du rappst natürlich nicht wie manch andere, was man heutzutage bei vielen Künstlern hört. Immer das Gleiche, bei manchen, sage ich mal so, nicht negativ jetzt zu klingen, bei anderen jetzt nicht böse gemeint. So, was bedeutet bei dir so Musik? Was ist Musik für dich so? Musik ist, also wenn ich die mache für mich selber, ist das so eine Sache, wo ich weiß, okay, hier habe ich komplett die Kontrolle. Hm. Ich bin Herr der Lage, weißt du? Ich weiß genau, was ich tue und ich kann das genau einsetzen, wie ich will, weißt du? Ja. Und natürlich dient mir das auch so, das so psychologisch Stressabbau und so, weißt du? Hm. Also allein das Schreiben an sich. Und so zum Hören Musik ist so, wie für jeden würde ich sagen, so, du flüchtest, weißt du, ein bisschen? Du flüchtest. Du flüchtest von der hier Realitätswelt in eine andere. Deswegen ist Musik kann auch gefährlich sein, Bruder. Das kann ja auch deine Emotionen in eine gewisse Richtung pushen. Hm. Wenn du down bist, kannst du geile Musik hören, die dich hochpusht und glücklich macht. Dann kannst du da raus, aber dann, wenn du dann aufhörst mit Musik, fällst du wieder komplett in dieses Tief. Also alles, was dich so ein bisschen manipuliert, kann sehr gefährlich werden. Das ist schon heavy, wie er sagt, so, du flüchtest ein auf so, schreibst ja deine Musik, kann auch gefährlich werden. Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so, habe ich jetzt das erste Mal gehört, weil er es auch das erste Mal sagt, weil er denkt auch anders als manche andere Menschen, so denke ich, anasynchron, Habibi, ich weiß, wie man redet, das ist da. Abu Sayyidek, wie lange brauchst du, um 100 Bars zu schreiben? Für die letzten 100 Bars habe ich... Ich habe den nicht am Stück geschrieben. Wenn du jetzt aus dem Schulter schaukelst, jetzt nicht perfekt, perfekt, wie lange würdest du brauchen? Auf Wenn du sagst, ich schreibe 100 Bars jetzt aber auf so locker, dann 2-3 Stunden. Und wenn du dich anstrengen würdest? Länger kann, guck mal, das kommt immer auf die Situation an. Den Moment auch. Genau, in einem Moment machst du 2 Stunden durchschreiben und in einem Moment sagst du, ich kann gerade eine Stunde nicht. Manchmal brauchst du einen 16er. 2 Tage oder so oder länger, weil ich den liegen lasse, weil ich mir nichts einfällt oder so, weißt du? Aber das ist immer, wenn du versuchst, geil zu schreiben. Also bei mir ist es immer so, wenn ich versuche, gut zu schreiben, kommt nichts. Wenn ich drauf scheiße und einfach, okay, ich nehme ein Wort, irgendein Wort, ich schreibe das nächste Wort drauf, ich schreibe das nächste, tat, 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 tat. Okay, ich nehme ein Wort mit weniger Silben, weil dann wird automatisch der Flow anders, tat, 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 bap. Fertig ist das ein Part, dann lade ich auf TikTok oder so hoch. Und dann denke ich, boah, eigentlich ist das geil geworden. Aber das ist geil geworden, weil ich einfach drauf los, weißt du, wenn du versuchst, wird das Müll. Und jetzt bei den letzten 100 Bars habe ich angefangen, vielleicht habe ich so einen Tag gemacht und dann habe ich aufgehört, dann habe ich vielleicht irgendeine andere alte 32 Bars gekommen, die ich schon mal irgendwo hatte, habe ich einfach dran geklebt, dann habe ich noch mal ein bisschen geschrieben, habe ich gelassen 2 Tage, wenn ich wiederkomme, schwätze und dann so auf locker einfach, weißt du. Krass, ja. Wenn du so Rap-Texte schreibst, du achtest wirklich auf deine Texte so besonders, dass die Jugend von heute oder die Kinder, sage ich mal, nichts Böses mitkriegen von dir. Das sieht man bei wenigen Rappern, sage ich mal so. Wie kommt es bei dir so, dass du ganz anders die Texte schreibst? So?
Also ja, viele reden über Drogen, Teledin, Darby und das und das und das, weißt du? Und du bist da vorsichtiger eher, so denk ich. Ja, also ich könnte auch noch vorsichtiger sein eigentlich. Natürlich. Manchmal sage ich auch hier ein paar Sachen, wo ich dann nachher denke eigentlich... Du machst genau die Mitte ein auf ja, so... Ich glaube aber, das liegt daran, dass also die über diese Sachen rappen, so Geld, Frauen und Drugs und so, die fahren genau diesen Film, das ist deren so Charakter, weißt du? Also das ist, ich sage nicht, dass deren Charakter wirklich so ist, aber das ist das, was sie verkaufen, die Person, weißt du? Ja. Und bei mir ist das, ich habe einfach Spaß am Rappen und dann, ich rappe einfach gerade was... Also die Wörter bestimmen, was ich sage, quasi. Weißt du, Wörter gibt es unendlich. Das heißt, das schränkt mich nicht ein auf nur Drugs zum Beispiel, weißt du? Ja. Vielleicht kommt hier und da mal eine Line, wo ich was auf Saruch reime. Okay, hätte ich mir dann auch sparen können vielleicht, weil dann Kids das hören und die nehmen sich dann auch als Vorbild hier und da, aber es ist immer noch Rap irgendwo, weißt du? Ja. Woher kommt die Motivation so, wenn du rappst? Die Motivation kommt daher, dass ich... Weil das, was du schreibst, ist nicht so aus Arsch geschüttet, sage ich mal so. Das ist schon diese Kopfsache so. Und da muss schon viel Geduld dabei sein, um sowas auch zu schreiben. Wenn es was so ein mit Thema ist, weil ich rappe ja nicht immer was mit Thema, manchmal mache ich einfach nur so sinnlose Punchlines, weißt du? Aber das ist so auch geil. Aber die Punchlines sind geil, Bro. Die hör ich ja halt nicht immer bei irgendjemandem. Dann hörst du es bei jemand anderen. Der ist er selbst. Das feiere ich so. Dankeschön, Bruder. Don't copy shit. Wer ist das so? Also wenn ich zu deep Sachen schreibe, dann kommt die Motivation daraus, dass ich mich irgendwas beschäftigt und ich will das so loswerden. Und dann denke ich, wenn ich das gerappt habe, so, dann konnte ich meine Meinung dazu sagen, ohne dass mir jemand dazwischen redet quasi, weißt du? Und dann habe ich das auf den Punkt gebracht und so, weißt du? Dann ist das nochmal, dann wirkt das krasser, weißt du? Aber... So, wenn ich so rappe, die Motivation kommt daher, dass, also mir macht das Spaß, ich kann das gut und ich glaube, wenn ich Gas gebe, kann ich weiter damit kommen. Und das ist die Motivation, halt weiterzukommen. Also. Ich denke, du hast so viel Energie, dass sehr viel noch kommen wird, denke ich, obwohl du schon so viel schon machst. Inshallah, das sehe ich die ganze Zeit, ich habe ihn ja natürlich verfolgt. Du hast davor die Rapper so nachgemacht beim Rappen, so auf Instagram, TikTok und so, weißt du? Ob Sido, Kool Savas und wer auch immer war. Wer hat dir am meisten gefallen, ihn nachzumachen? So? Wo du meintest, das war ich am meisten. So. Jo, was geht denn? MC, Alter, die Straßmann. Was geht denn? Ich merk's wohl. Was? Ja, nicht so, er hat nachgemacht, er hat geil nachgemacht mit Rap. Das ist auch ich glaube, bei Shindy hat mir am meisten Bock gemacht. Bei Shindy? Ja. Echt, ja. Weil Sido. Sido? Ja, weiß ich, da habe ich einfach meine Stimme ein bisschen so gequietscht, so. Weißt du? Und dann, aber bei Shindy hat so... Farid Bang hat auch, musste mir sogar kaputt lachen, während ich aufgenommen habe. Dann habe ich einfach drin gelassen. Ja. Wie bist du drauf gekommen, das zu machen? So einfach, war ja in der Quarantäne damals, da hast du es gemacht, wa? Ich wollte irgendwas machen, auf TikTok sowas... Hast du es davor schon mal gemacht oder ist es einfach so spontan eingefallen? So. Einfach, du hast gemerkt, du kannst die Stimme so machen. Das fing an, dass meine Frau hat Kool Savas gehört, weißt du? Und dann, also die meinte, boah, Kool Savas ist gut und so, weißt du? Und ich dachte, ja, da hatte ich dann ganz seine Stimme im Kopf, wie der rappt die ganze Zeit. Ich kann das auch einfach nachmachen, so, weißt du? Und dann auf TikTok, ich meine, boah, das wird doch klappen auf TikTok. Locker geht das dann viral auf TikTok, weißt du? Ich meine, TikTok ist genau diese Plattform für solche Sachen. Er hat auch... darauf reagiert bei seinem Video auf Insta, habe ich mal gesehen. Ja, er hat doch mal geschrieben, Cake ist ein doper Spitter, weil irgendein Kommentar war und so, da hast du auch mal geantwortet. Korrekt von dem. Das war auch dann der Einzige, weißt du, die anderen haben gar nicht reagiert drauf. Auf jeden Fall, genau wie ich darauf gekommen bin, meinst du. Naja, so, dann habe ich auch hochgeladen auf TikTok und dann dachte ich mir, okay, mach ich den, vielleicht kann ich noch einen nachmachen, noch einen. Und du feierst spanische Musik auch, amerikanische viele Musik, hast du mal gesagt, wie kommt's? Den feierst du so bei den Amerikanischen so? Bei den Amerikanischen normal natürlich alle Oldschooler, weißt du? Die ganzen Alten und von den Neuen feiere ich von den Neuen. Drake ist für mich auch immer noch irgendwie neu, ich zähle nicht zu den Oldschooler, weißt du? Drake ist gut natürlich, Joyner Lucas. Aber um ehrlich zu sein, höre ich gar nicht mehr so viel Musik. Also du hörst mehr deine eigenen Lieder natürlich so und wem hörst du sonst so privat so? Hörst du Deutschrap überhaupt?
Deutschrap höre ich eigentlich auch. Okay, klar, Michael O, Bruder. Höre ich dann. Aber ich generell Deutschrap habe ich nie wirklich gehört. So erst seitdem ich selber Deutschrap mache, um zu gucken, was geht ab in Deutschrap, weißt du? Ja, so So, ich mäßig, muss weil halt. ja, viele Rapper gucken ja da, was macht Genau. wer, wer macht wie was, Ja, so. genau so. Jeder hat da seinen Style mäßig so. Manche kopieren, manche machen ihr eigenes Ding so. Genau. Aber denke ich auch, vieles kommt von der Industrie, was die machen müssen, so Ja, denke ja, ich. ja. Aber es gibt viele krasse in Deutschland auch, Auf jeden Fall gibt Bruder. es so, was man nicht denkt, so von einem Menschen, so eine Sachen kommen raus, von bei Ja. einigen Menschen auch so, Voilà. denkt man so. Krass. Sonst sie denken, nee, arbeite mal schnell Internetcafé einfach so. Danach kommt so eine Kunst raus oder Ja. sonst irgendwas so. Ja, das ist Ist krass. schon gewaltig so, was manche Menschen können und die wissen es manche nicht und manche haben es erfahren, was man kann, Ja. so mäßig. Du hast damals davor so eine Videos gemacht, so wie von ähnlich von Dex auf der Straße mit Finger zeigen und dies und das. Hast du, Ja. meinst du, hat er dich damals von dir inspirieren lassen oder du von ihm? Ich habe das von Futuristic. Futuristic von davor von jemandem. Genau, und So. dieser Futuristic hat das von Lady LeSure. Ist das Okay. so eine englische Rapperin? Und danach habe ich das gemacht. Und danach habe ich irgendwann Dex gesehen. Aber Dex habe ich nie so wirklich, also an sich gefeiert. Dex hat viel Shitstorm auch bekommen, weil er immer ein Eminem-Beat auf einen Eminem-Style machen wollte, auf diesen Beat, auf den. Dann hat er so Ah. ein bisschen so. Ich denke, er hat ein bisschen Shitstorm bekommen, obwohl er sein eigener Künstler ist, aber der hat so viel Copy-Sachen So gemacht, dass Remix er quasi, ne? jeden nachmachen könnte, ja, ne? Ich bin der Ja. Beste, ein auf so. Dann hat er gewaltigen so ein bisschen Ansage bekommen von irgendwelchen Kommentaren. Ah, okay, krass. Du hast eine neue Single rausgebracht, Bounce. Yes, Bruder. Wie und? Wann ist die Premiere davon gekommen? Die ist jetzt letzten Freitag ist das Letzten rausgekommen. Freitag. Ja. Und wie lange hast du für dieses Lied gebraucht? Das ging voll schnell, das Lied. Da habe ich. Das sollte erst gar kein Lied werden, weißt du? Ich wollte einfach irgendein Part für Instagram machen. Und dann habe ich einfach irgendein Beat rausgesucht. So, ich hatte Bock auf so Timbaland-Style. Dann habe ich ein Part dazu geschrieben, hochgeladen. Und dann. Wie oft bringst du Singles raus? Ist unterschiedlich, mal 4 Wochen, mal 6 Wochen, jede Woche. Im April habe ich jede Woche. Also Album, Alben machst du ja auch. Nee, Alben, ich mache jetzt gerade, plane ich eine EP. Aber Okay. davor habe ich, glaube ich, nur eine EP rausgehauen. Das war die erste so. Und danach habe ich eigentlich immer nur Singles rausgehauen. Und manchmal mache ich das wöchentlich. Da habe ich im April habe ich jede Woche gemacht. Aber dann Ja. nur auf Spotify, weil es keine Zeit war, jede Woche Videos zu drehen. Weißt Ja. du, was ich meine? Und jetzt versuche ich auch so, vielleicht alle 2 Wochen, erstmal EP und dann mache ich wieder so Singles. Gebt euch das Lied Bounce auf YouTube, Cousins, und schreibt eure Meinung. Abus Einek. Shrimpcake. Wie viele Sprachen kannst du überhaupt? Deutsch, Arabisch und so Englisch halt, was man so kann, weißt du? Und Englisch gut, perfekt oder geht? ich verstehe gut, Ja. also so, dass ich auch Filme auf Englisch gucken kann, weißt Krass. du? Sprechen, ja, ich kann auf jeden Fall kommunizieren mit Leuten, wenn ich jetzt in Amerika wäre oder so, würde ich durchkommen. Wow, weil mein Englisch ist auch nicht so gut so. Wie du sagst, verstehen ist was anderes so und Als reden. Du ja. machst eher mit Hand so bei mir so. Ich sag, when you go left, zeigst du die Hand von Jeder versteht Seite. auch so, weißt Ja. Was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk? Was trinkst du so? du? Mein Lieblingsgetränk ist, ich mag Kaffee. Ich trinke täglich Kaffee. Ist nicht so gesund, jetzt immer Kaffee zu trinken, aber Kaffee ist gut. Mit Milchzucker? Früher mit Milchzucker, heute mache ich nur ein bisschen Milch. Man nennt ihn Abo Cappuccino. Mit Milch, ja. Ja, mit Milch. Was isst du so gerne? Was ist dein Lieblingsessen? Ist es was Arabisches oder was Deutsches? Oder Italienisches, Cousin? Bruder, ich liebe Eier. Also, ich schwöre, ja, Rühreier so Rührei mit mit. Sucuk? Manchmal mit Mit Sucuk. arabischem Brot, weißt Ja, manchmal mit Sucuk, manchmal nur mit Tomaten und Zwiebeln. Manchmal auch nur Spiegelei, einfach nur, weißt du? Ist Und. auch gut, ja, für Training, für die Psyche, für Ahla Chicken Daisy. Hast du irgendwelche Allergien? Ich glaube, gegen einen Stoff. Manchmal kennst du ja, wenn du was anziehst, dann juckt das übertrieben.
Ja. So, das kratzt so immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Baumwolle ist oder Polyester, eins von beiden. Hast du noch nie getestet so? Habe ich nicht getestet, aber ich bin mir sicher, ich bin allergisch. Du merkst, eins von beiden, so irgendwas wird rot, ja, oder sonst. Ich merke, ich ziehe das an, ich kann das nicht anziehen, ich muss direkt wieder ausziehen. Wie oft gehst du im Jahr zum Arzt, zur Untersuchung? Puh, zu wenig, Bruder. Zu wenig. Viel zu selten. Man hatte mal Angst, dass einer irgendwas sagt, was man nicht hören will, weißt du, aber voll dumm. Du siehst so sehr entspannt aus, eine ruhige Person mit Disziplin. Kannst du uns so drei Dinge sagen zur guten Erziehung? Also, ich habe selber noch keine Kinder, ne? Deswegen weiß ich jetzt, kann ich nicht, also bin ich kein Profi in Sachen so Erziehung, so, aber ich würde mal vermuten, wenn du, also ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, um das gut zu erziehen, würde ich, das muss auf jeden Fall die Strenge merken irgendwo, weißt du, also die Grenzen. Aber gleichzeitig auch locker, so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, also das Kind muss die ja vertrauen. Strenge muss sein, aber auf eine gewisse Weise, sage ich mal nicht so. Nicht so wie so ein Feldwebel, dann, wenn du, boah, komm mit einer 3 nach Hause, ich hau dich kaputt und so, natürlich nicht, weißt du. Der soll merken, okay, der muss auch Verantwortung übernehmen, aber das, glaube ich, geht am besten, indem du selber Verantwortung übernimmst, weißt du. Wenn dein Kind merkt, okay, mein Vater macht die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit, der strengt sich an, dann... Selbst wenn er dann erst drauf scheißt, so, aber später, wenn er erwachsen wird, dann erinnert er sich. Mein Vater hat immer Gas gegeben und dann wird er auch Gas geben, weißt du, automatisch. Immer Gott sehr wichtig, weißt du, dass sein Kind klar macht, so, wir sind hier nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. So, wir sterben alle, weißt du, irgendwann. Einfach so. Und dass man sich auch darauf vorbereitet, das ist sehr wichtig. Und immer Respekt. Immer Respekt zeigen. So. Wie viele Kinder wünschst du dir? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall mehr als eins. Eins vielleicht so langweilig. Aber vielleicht auch jetzt nicht direkt vier. So. Wenn du ein bisschen ist langweilig. Vier. Okay. Aber das ist auch jetzt nicht, also, dass man sagt, boah, ich will ein Haustier, ich will eins oder zwei. Weißt du, das ist was anderes. Es geht um dann dein Privatleben noch, um diese Verantwortung. Manche machen es ja unüberlegt, kriegen dann Kind, wissen nicht was machen, vielleicht heim oder wo schon manche leider traurig gelandet sind oder sonst irgendwas, aber so, deswegen, du musst schon was planen, was aufbauen und dann so schrittweise, schrittweise. Aber ich denke, das kriegst du auf jeden Fall hin. Was bedeutet Freundschaft für dich? Freundschaft, Bruder. Freundschaft bedeutet für mich, dass du... Also du bist mit einer Person quasi, ne? Mit der du auf Augenhöhe bist. Da gibt es keine Hierarchie, so weißt du, ich meine. Der ist nicht über dir, du bist auch nicht über ihm. Das ist so die Voraussetzung von einer Freundschaft. Also, dass ihr euch vertraut. Also, ihr müsst euch auch kennen auf eine gewisse Art und Weise. Wobei das auch nicht unbedingt nötig ist. Du kannst auch der Freund von jemandem sein, ohne jetzt seine ganze Lebensgeschichte zu kennen. Aber dass du Vertrauen hast, den Respekt. Und dass du dich bemühst so für die Person auch, weißt du? Weil Freundschaft heißt nicht immer so, dass man lacht und Spaß hat zusammen, ne? Ja. Sondern auch, dass... Das blinde Vertrauen. Ja, genau. Und auch, dass du mal dich anstrengen musst. Weil wenn er umziehen muss, wen ruft der? Der ruft dich, weißt du? Bei Umzug siehst du... Das hört sich komisch an, Geld, hin oder her. Aber das ist... Bei Umzug sieht man immer, wer deine wahren Brüder sind, weißt du? Ich hatte sogar ich habe einen Bruder gehabt, so, er kommt sogar Umzug, Walla, er trägt einen Schrank, er sagt, Bruder, Walla, ich habe Anruf bekommen, ich bin Darf nicht, schön. Da siehst du. Da siehst du wirklich, ja. Ich bin auch einmal alleine umgezogen in Steglitz damals noch, in diese Geisterhaus da. Alter. Ich trage Waschmaschine alleine, dies, das, Schrank, Mank. Alleine Waschmaschine? Ja, ich habe da ein bisschen Fitness gemacht und so, du machst diese Hatsch. Und siehst du, du läufst aber gerade lineal, so diese krasse. Du atmest von dieser Abo-Mini-Ader. Was ist dein Lieblingszitat? Auflehnung ist das heiligste aller Rechte. Die notwendigste aller Pflichten. Das von Assassin's Creed 3. Nein, natürlich, mein Lieblingszitat ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Es gibt kein besseres Zitat. Was deiner Meinung nach ist der Schlüssel zu einem Erfolg? Keine Ahnung, sag mir den Schlüssel, wo er mich streckt, oh, dann bin ich erfolgreich. Gib mir den Schlüssel. Ja, Bruder, wenn ich den Schlüssel hätte, ne, dann
Ich schätze mal natürlich einfach dranbleiben, nie aufgeben und korrekt sein, da kommt Korrektes zurück. Positiv daran gehen, weißt du, da kommt das positiv zurück irgendwann, weißt du, und dranbleiben und versuche neue Wege, immer dranbleiben einfach so, denke ich. Du hast ja ein Tattoo auf deiner Hand, sehe ich. Was hat das für eine Bedeutung, ja? Das sticht in mein Auge die ganze Zeit von ich. Bruder, eigentlich hat das keine besondere Bedeutung. Ich war mit zwei Kollegen im Urlaub und dann haben wir einfach auf, das war in Griechenland, haben wir auf Griechisch jeder den Anfangsbuchstaben von jedem einfach drauf. Auf Griechisch, ja? Ja, genau. Und dann auf behinderten Kopf, kennst du doch. Ich hatte auch damals so ein Tattoo gemacht, so, aber dann, das war nicht aber an der Freiheit und dann musste ich es übercovern, so, weißt du? Ah, so, sollte ein S sein, sah aus auf einmal diese Krebszeichen von dieser Hilfe, weißt du? Weil diese Schreibschrift ist. Einer hat gemacht, so, er musste so selber pieken und so, ich erinnere mich noch. So, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du haben? Habib LB. Abo Locke. Abo Locke, Bruder, das war mein Titel, ja. Boah, krass, in meinem Leben ein Buch, ja. Was will ich denn nennen? Ja, kannst du überlegen, ganz gechillt, wir haben Zeit. Das Imperium schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück. Keine Ahnung. Okay, wir nehmen dann das Imperium schlägt zurück. Wenn du dir eine Flagge aussuchen könntest, wie wäre deine eigene Flagge, außer jetzt Nationalflaggen? Deine eigene Kunst, jetzt Fantasie? Ich bin einfach grau. Es gibt noch keine grauen Flaggen. Oder? Oder gibt es grau? Irgendwas, was noch nicht krass, gibt, ja. Einfach grau. Einfach nur grau. Grau ist, weil, aber hab es so, ja, Beton. Aber ich denke nur, grau einfach so, ich bin nicht radikal. Nicht schwarz, nicht weiß. Mittel, auch so. Weißt du? Vielleicht könnte man so interpretieren. Welche Frage würdest du mir gerne persönlich stellen? Welche Folge von was du. Oder gibt es einen bestimmten Charakter, ne? Den du am liebsten synchronisierst? Von allen Charakteren, die du so gemacht hast? Also, wenn es um Menschen geht, habe ich gesagt, das war Manuelsen und Omar, weil die so schnell mit Händen und so gute Zeichen machen manchmal so. Omar macht so schnell mit seinen Handharakett und Manuelsen ist der, ey, wach dich ein. Was hat er gesagt? Wach die Pepperoni, bisschen Omar von Seite. Chalas. Anik, Dr. Edgar, Anik. Ja, mein Jack. Ich würde sonst sagen, charaktermäßig habe ich gerne den Dino-Baby und den Vater gefeiert, von dieser Animation mäßig, und Yoda natürlich. Und Hasbik sowieso. Hasbik King, ja. Hasbik ist Nummer 1 so, ja. Für mich so. Ich würde gerne meinen Traum, einen Kinofilm machen, dann Zoopalast, Hasbik, du weißt ja, mit Smoking, ja, ja. Und Mafia hinter ihnen. So. Jeder würde gehen, aber schwer, sowas ja. Ist schwer. Falls sowas klappen sollte, YouTube. Schreibt alle Hasbik an, schreibt ihn auf Englisch, said the word with the Kinofilm. So, worauf können wir uns noch von dir so freuen? Ja, ich mache EP jetzt gerade. Auf jeden Fall weiter Musik, könnt ihr euch drauf freuen. Mehr Rap, aber auch ich versuche neue Sachen, weißt du? Weil ich habe viel gerappt und du machst sehr Verschiedenes, so, weißt du? Ja, ich versuche von den Beats mal ein bisschen anders zu machen, weißt du? Nicht nur auf eine Sache versteifen, sondern du kannst ja von Oldschool zu Trap, zu Drill, zu Afro-Trap oder was auch immer, weißt du? Alles einfach wechseln. Wenn du rappen kannst, kannst du auch zu alles rappen, aber kommt nur auf deinen Geschmack an. Genau. So. So, auf jeden Fall. Gut zu wissen. Komm, weiter Sachen. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, das Beste, inshallah natürlich. So, meine Damen und Herren. Das war's mit der Folge mit Shrimp Cake Abus Einak. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Macht den Daumen, wenn die Glocke, wenn ihr subscribt, Abus Einak. Wir sehen uns sonst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Abus Einak. Gib mir Deko.